Die Idee zu dieser Ausstellung war zum einen eine starke Frau oder eine herausragende Frau zu porträtieren. Und die Wahl fiel auf Valley Export. Es ist das erste Mal, dass Valley Export im Kontext einer historischen Sammlung in diesem Umfang ausstellt. Und wir haben eine Bühne hier vorbereitet, wo die Ambrasse-Sammlungen mit den Werken von Valley Export zusammentreffen. Wir haben eben Werke aus den 60er, 70er Jahren, aber auch aus den 90er Jahren. Und es hat sich so ergeben, dass in gewisser Weise dieses weibliche Prinzip, das in den Arbeiten von Valley Export vorhanden ist und das diese durchdringt, sich überlagert sozusagen mit dem männlichen Prinzip der Dominanz, wenn man so will, das sich ausdrückt in diesen Rüstzeugen, in Helmen, in Lanzen, in Waffen. Auch auf dem Kenotaph von Maximilian I. sieht man durchwegs Schlachten mit Lanzen auf dieser Grisaille-Malerei. Und so haben wir einen sehr schönen Parcours, der ganz viele Themen anspricht und man sieht, dass sich auf überraschende Weise eben Gegenwart und Vergangenheit verweben.